Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play MLB 15 auf der PlayStation 4 Road to the Show mit Ronaldo Liriano und Training. Was machen wir denn hier? Josh Harrison was a clutch performer at the dish with four ribbies. He is currently among the doubles leaders in the National League. Brandon Compton earned the victory on the mound, his eighth of the season. The Mets visited Eastern Pennsylvania to take on the Phillies, and it was the Phillies who came out on top. The score was 2-1. Cole Hamels earned the victory on the mound, his eighth of the season. The St. Louis Cardinals were in Phoenix to take on the Young Talent. So, zocken, jawohl. Ja, hup mal. Pitching Matchup. CJ Wilson mit einer 7-8er Bilanz gegen David Price. Der hat eine 13-9er Bilanz. Win-Loss. ERA sieht auch bei uns besser aus. Er hat mehr Innings gepitcht. Er hat mehr Hits. Er hat mehr weniger Walks zugelassen. Und die Strikeout-Statistik habe ich natürlich jetzt nicht mehr mitbekommen. Toll. Willkommen hier wieder im Comerica Park? Mercia Park? Keine Ahnung. In Detroit. Change-up Fastball. Lass dich nicht vom Change-up verarschen und alles wird gut. Ja, das war wieder noch ein Two-Seamer oder was war das? Doch, ein... Aha. Huh. Der passt doch jetzt endlich mal, oder? Ja, natürlich, in den Handschuh. Zu wenig Schwung. Ich dachte, er hätte viel mehr Saft und würde runterticken, bevor... 2-0 hinten. 1-A. Hey, keine Ahnung. Ist leider gut erwischt. Den Curveball lassen wir uns nicht ein. Der erste ist belegt und keine Outs. Wir sorgen nicht so aus. Da, auf der 2. Sind selber safe, aber das ist ein Fielder Choice. Also auch eine Scheiße wieder gespielt. Och, Freunde. Dabei bin ich mit der Auswahl der Pitches gar nicht so unzufrieden. Ja, aber was willst du denn da machen? Den treffen wir satt. Das war genau der Pitch, den ich eigentlich haben will. Und der geht voll in den Handschuh vom Pitcher. Das ist doch scheiße. Gib doch Kacke. 8-0, alles klar. Was? Wir lassen uns hier richtig schön die Runs um die Ohren. Guck mal, ein Fastball genau zentral und wir erwischen ihn ja auch. Nein, will ich nicht. Paul, komm. Ein Schläger ist wieder zurückgezogen. Ja, guter Kontakt, aber natürlich da am Arsch der Welt. Das bringt natürlich gar nichts. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn der zentral käme, würden wir den auch nicht besser treffen. Das wird ein Flyout fürs Left Field. Erschreckend, Freunde. Richtig erschreckend. Alles landet hier wirklich ein Meter neben den Spielern. Da kannst du nichts machen. Das Glück hat uns gänzlich verlassen. Das... Ja. Wird wohl eine Berufung wieder nach unten. Und das wäre absolut berechtigt. Ach, Freunde, Freunde, Freunde. Wie soll's noch mit uns weitergehen? Kann ich jetzt mit dem Coach reden? Nein. Warum auch? So, wir dürfen noch, wir dürfen noch, wir dürfen noch. Alles gut. Ja, ja. Wenn ihr draußen bellt, dann wird unsere gleich auch bellen. Ne? Bist lieb? Hm? Blöd gucken, aber nicht bellen? Das finde ich okay. Damit kann ich leben. Hast du sehr souverän geleistet, geliefert, gemeistert. So. Mein Gott. So. Konzentration. Ab jetzt. Ach, guck mal hier. Ein Out, 1 und 2 belegt. Komm, das ist doch jetzt dein Ding, Mann. Fastball Slider, das sind die Pitches, die er am meisten momentan wirft. Zack, in den Handschuh. Oh, er fängt ihn nicht.
Da haben wir dann doch mal Glück und da ist der Weg zur Homeplate, ein RBI. Juhu! Dann haben wir doch endlich mal wieder Glück und liegen sogar mit zwei Runs jetzt vorne. So, das war ein Slider, den wir da getroffen haben, links an der Strike Zone. Ein Splitter outside. Den konnte ich jetzt zwar irgendwie nicht so zuordnen. Also einen Splitter habe ich nicht, ja. Fastball tief. Auch da dachte ich, das wäre wahrscheinlich wieder ein Splitter. Zumindest wusste ich irgendwie, was tief kommt, letztes Mal durch. Inside, Splitter, aha. Okay, der geht von schräg, also von oben nach schräg runter, oder wie sieht das Splitter aus? Den nehmen wir. Und der tickt sogar. Nee, wir bleiben auf 1, den hat er ja schon, scheiße. Oh, wir doch noch laufen können. Wenn man es vorher weiß. So, Base Hit, wunderbar. Und der Kollege hinter uns schlägt einen Home Run. Das heißt, wir kriegen sogar noch einen Run. Direkt mit hier um dich. Das ist ein neuer Pitcher. Der macht alles so ein bisschen gemischt. Keine Tendenz, zumindest jetzt erkennbar. Flyout, schade. Ich dachte, der kommt richtig gut. Du bist kein Schweinchen, Nina. Ne? Nicht vergessen. So, dann haben wir hier Folge 35, Folge 36. Hier sehen wir nochmal, dass wir den eigentlich richtig gut treffen, oder? Ach, guck mal, hat er wieder einen Home Run geschlagen? Nee. 5-1. Siebte Inning, zwei Outs. Ein neuer Pitcher. Auch keine Tendenz zu erkennen. Wir müssen uns nur den Change-Up merken, den lasse ich mal. Ein Repertoire an Breaking Balls, ne? Möchte ich jetzt hier nicht wieder blöd aussehen. Ah, eigentlich fand ich den richtig gut. Oh, den überwirft er. Danke dafür. Out of play. Das ist ein Double. Und wir können nicht mal was dafür. 5-5! Selbst dieses Spiel verkacken wir noch. Wir sind in den Extra Innings im 10. Hau raus das Ding, dann bist du der Held. Oder so. Fallball, okay. Gibt uns noch die Chance, einen Game Winner zu schlagen. Aber in so Situationen will ich immer zu viel und erreiche dadurch nichts. Außerdem ist das ein Lefty. Den lassen wir durch, den Slider. Auch wenn mein Daumen schon zuckte. Da müssen wir ja nicht alles nachjagen. Nicht allem nachjagen. So. Den auch. 2-1. Wir sind der Lead-Off. Das heißt, ein stinknormaler Base-Hit würde reichen, aber wir machen den Game-Winner! And goodbye! No doubt, Home Run! First Major League Home Run und dann noch der Game-Winner, weil wie gesagt, wir sind die Heimmannschaft, wir legen nach. Ja, und das haben wir hiermit getan. Und ja, damit ist das 10. Inning und das Spiel vorbei. Ronaldo Laureano. Also, ich weiß nicht, warum da jetzt noch einer auf Base ging. Es war 10. Inning und zwar Bottom of the 10th. Also Ende des 10. Das Ding müsste durch sein. Oder vertue ich mich jetzt hier komplett? Wir spielen zu Hause, wir legen nach, das Spiel ist aus. Keiner auf der Bank, keine Reaktion. Was ist denn? Ah, da haben sie mich veräppelt, die Jungs. Junge. Also im ersten Moment habe ich auch gedacht. Danke, Coach. Im ersten Moment habe ich gedacht, ne, hier. Ja. Und die Angels sind entsetzt. Satt getroffen, rausgehauen. Direkt nach Kontakt gespürt. Der geht ganz weit. Ja, danke. Die Arme nach oben gerissen. Läuft er seine Runde. Aha, jetzt haben wir eine ganz andere Animation. Kurios. Aber diese Animation kann ich schon eher nachvollziehen, weil das Spiel ist definitiv vorbei. Kein Zweifel. Game Winner, Baby. War das wieder ein Slider, oder? Ja. Das wird ein Slider gewesen sein. Ja, dreht sich da weg und wir erwischen den richtig schön, volle Kanne, Oberkante, Unterlippe. Für die Fans. Für die Fans! Behaltet ihn! Er wird irgendwann mal sehr wertvoll sein.
der erste Home Run in der Big League, in der Major League Baseball. Und dann noch ein Game Winner. Alter. Geilomat. Ich freue mich, wie Schnitzel. Und wir können tatsächlich noch ein Spiel ranhängen. Das sollte kein Problem sein. Ja, First MLB Home Run, ihr seht, es gibt nochmal 50 Trainingspunkte. Sagt der Coach irgendwas? Nö. Sagt er nicht. Dürfen wir reden? Ah, oh, I, oh. Nee! Ja, at Second Base ist ja lustig, aber wir spielen ja nicht at Second Base. Keine Ahnung. Wir bleiben designated Hitter. Sehr eigenartig, oder? Ich meine, die haben jetzt nun wirklich auf Shortstop nichts Besonderes. Und wir würden da echt hilfreich sein, aber... Tja, dann bleiben wir wohl designated Hitter. Ist ja auch scheiße. Na gut, ich meine, wäre jetzt ja auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt diese Saison irgendwie noch komplett nur der Schlagmann hier sind. Wobei, ich glaube, das geht ja nur in einer Liga, oder? Also NL, AL, American League, National League. Und ich glaube, designated Hitter kannst du doch nur in... Oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein schneller Mann auf Base. Was kann er überhaupt? Fastball Slider. Alles. Er kann alles. Das heißt, wir müssen auch alles können und ganz genau darauf achten, den Pitch früh erkennen und auf unseren Wurf warten. Nö. Da sind wir relativ schnell überzeugt davon, dass wir sie nicht verfolgen. Und auch den möchte ich nicht. 3-0. Selten, dass wir 3-0 vorne liegen. Vielleicht können wir jetzt ja nochmal einen auspacken. Oder mal einen Walk. Ah, den versuchen wir. Ich glaube, der wäre Inside gewesen. Wenn auch tief, wir mögen tief nicht. Fastball, wir sind spät dran beim Fastball. Wie so oft. 3-1. Den treffen wir recht gut. Der geht aber auf keinen Fall raus. Ja. Warning track. Catch. Left fielder. Schade. Fühlte sich gar nicht mal so schlecht an, als der Schläger den Ball traf. Aber es reicht nicht. Ganz einfach. So und so. Haben wir hier. Führung. Führung. Immer noch. Geil. Ach Göttchen. Spiele ich ja gerade. Kann ich ja vergessen. 36 Pitches. Fastballs immer. 4 Fastballs. 2 Outs. Late. Okay. Das ist natürlich blöd. Der war sehr weit inside. Und das bringt natürlich relativ wenig. Sehr schade. Oh, Home Run. Ausgleich, Führung, alles. Das volle Programm hier. Inning 6. Leadoff, okay. Ja, die waren beide inside. Ja, ja, und den Slider hätte ich echt weglassen sollen. Hoch. Der wird natürlich gleich auch nochmal einen Pitch inside bringen. Also alles andere würde mich sehr wundern, weil er genau weiß, ja, darauf ist er ja schon mal reingefallen. Ja, da ist der erste. Den wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Den nehme ich und... Och, ey. Da eigentlich vom Gefühl her relativ zufrieden. Okay, at bat. Keine Ahnung. Oh, bases loaded. 2 outs, 4-3 vorne, 7. Inning. Bases loaded. Bases loaded. Change-up. Er kann einen Change-up, er wird einen Change-up bringen. Och, und ich versau diese Möglichkeit. Aber machen RBI. Ich bringe einen nach Hause. Immerhin. Eigentlich, das Schlimme ist, auf den Change-Up gewartet,
den Change-Up gefordert, er liefert mir den Pitch und ich bin trotzdem, glaube ich, early, also zu früh dran. Aber wir haben gewonnen und ich habe einen Hit gemacht und einen RBI. Und irgendwo spielen wir auch für die eigene Statistik. Also irgendwo tief im Inneren. Ganz tief drin. In uns. Klingt irgendwie komisch. So. Sind wir fertig? 219 Trainingspunkte. Ja. Ich denke, viele können wir da nicht mehr machen. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und es wird ja peu à peu besser, oder? Oder habt ihr ein anderes Gefühl? Ich weiß es nicht. Schreibt mal, was ihr so... Was euch für Gedanken durch den Kopf geht. Tschüss.